Thomas Strobel, du bist heute allein da. Der Steinböck ist uns leider verlustig gegangen. Na, verlustig ist er nicht. Der bereitet sich ja schon intensiv auf unseren Auftritt bei der Ipsiade vor. Und deswegen bin ich stellvertretend. Aber der Herbert Steinböck, das wird Ihnen ein Begriff sein. Das ist der mit der Brille, der ganz fesche. Das Erfolgsprogramm Tralala erfährt jetzt eine Fortsetzung. Und zwar heißt das jetzt? Es heißt jetzt Aram Samsam. Aram Samsam hat uns inspiriert, das Urlaubsfeeling, der Cluburlaub, das Disco-Tanzen, das gemeinsame Cluburlaubs-Tanzfeeling. Also unser Tipp ist, bevor Sie einen Urlaub antreten, gehen sicherheitshalber vorher noch einen Sprung zum Zahnarzt. Zahnarzt Paul? Hier sind Sie richtig. Zahnarzt Paul? Kommen Sie rein. Nein. Rein. Nein. Rein. Ich hab furchtbar große Angst. Hören Sie mal auf, der Doktor ist ganz meisterlich in seinem Fach. Zur Beruhigung läuft es Klassik, Mozart, Mahler, Offenbach. Außerdem, jetzt nehmen Sie Platz, gehen wir zuerst das Röntgen an. Da weiß es drauf, das Blei ist schwer, doch schützt es Ihren Pimmelmann. Jesus, na Herr Doktor, na so komm es doch. Schatz, der Fünfer hat ein Monstrum Riesenloch. Auch beim Achter ist das Loch mehr breit wie hoch. Bitte schön, Doktor, Diesel, Sandal, Resma, Resma, Schwester, Schwester, nie der letzte Sauger, Schere, Tupfer, Wasser, Spachtel, Spatel. Bora, 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 so. Jetzt geht's los, den Mund weit auf den Kopf zurück. Und besser wär's, Sie schließen Ihre Augen und dann denken Sie an was Schönes, weil es könnte jetzt wehtun, wenn der Bora bohrt und bohrt und bohrt. Ich habe auch gehört, es gibt eine ganz spezielle Nummer, die ist arabisch und die habt ihr einem lieben Freund von uns gewidmet. Also Großteile dieses Programmes sind ja in einem All-Inclusive-Club entstanden. Wir haben sie dort finalisiert, weil wir einfach dieses Flair aufnehmen wollten. Es war in Ägypten. Ägypten ist das Land, das sich die zentrale Frage stellt, tut Enchamun, was Nofre täte? Und wir als Österreicher, wir haben natürlich die Antwort gehabt, musikalisch mit Johann Strauss, mit Wolfgang Amadeus Mozart, mit Falco. Und dann sind wir aber eines Interessanteren belehrt worden, nämlich dass ein, ich muss es dem Publikum sagen, ein gestandener Austropopper macht im arabischen Raum Furore, weil seine Hits werden dort auf und runter gespielt. Warum? Weil er gescheit genug war, seine Hits rechtzeitig ins Arabische übersetzen zu lassen. Das ist der Wolfgang Ambros, das haben sie nicht gewusst. Gell? Sie hören also jetzt Wolfgang Ambros auf Arabisch. Geht's? Der Hofer war's von 20er Haus. Das ist ja die deutsche Version. Das ist ja original. Wir müssen sie übersetzen. Also muss er muss übersetzen. Ja, jetzt passt's. Okay. Gangwolf Brosam von Hofer da. Kanner in Rins Blut rinse, im Lächer liegt da schon. Kadaver, jo liegt da, makaber ist es Herz. Gesicht zerschniedenen, den bei den du kennst, des isen wer, segnet es kaas. Aus 20er vom war's Hofer da, aus verdächtig, so marschert er und kriegt an Feuern, hat Hofer da massakriert, da leicht die Haut. Nicht mich stehst vor du, nicht mich stehst vor du, zur Nettbar hörst du, Fuß rüber kommt mir, blöd nur schaust du, ja blöd nur schaust du. Geht fair, liebe unsere, nur immer sagst du, nicht ich greif bei, das nicht ich greif bei. Das sei nicht mehr geht, das sei nicht doch kaum, das geht weiter so immer, das, das sei nicht doch kaum, das. Yeah. Das geht weiter so immer, das sei nicht doch kaum, das.